gewählt und wir sind alle gespannt, wer denn hier in die neue Rheinfühle sein wird. Ich möchte mich aber bedanken bei der Rheinfühle. Das ist ja total sympathisch, hat die Stadt ist wunderbar vertreten. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich danken. Allen darf ich einen schönen Tag hier in Dresden wünschen. Jetzt drücken wir allen beiden gerne ganz fest die Hand. Und jetzt will ich noch nicht mehr groß spannend machen, weil die Leute warten. Wer ist die neue Rheinfühle geworden? Ich will Sie auch nochmal im Namen der Rheinischen Post herzlich begrüßen. Wir veranstalten das ja immer zusammen mit der Reservegemeinschaft. Ich denke, es ist eine gute Sache. Aber bevor wir den Namen verpacken, will ich zumindest nochmal die Kandidaten vorstellen. Kannst du da drin mal gucken?